Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks für den neuen Revolver geben, beziehungsweise die neue Pistole, die ja jetzt im Spiel ist, nämlich die Steinstoßpistole oder Flintlock Pistol im Englischen. Dazu werde ich jetzt in eine Runde gehen und versuchen, die zu finden, und dort sehen wir uns dann auch gleich wieder. Wenn euch auf jeden Fall mein Kanal hier gefällt und generell die Videos auf dem Kanal und ihr auch keins mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich in die Runde rein. Jetzt da oben zu den Expeditionsbasen gehen, um möglichst große Chance zu haben, den Revolver zu finden, weil man nämlich auf Bodenloot angewiesen ist. Diese Waffe kommt nämlich nie in Ton vor. In Verkaufsautomaten ja so oder so nicht. Beziehungsweise in Lootshops oder so. Und ich weiß gar nicht, ob es grüne Verkaufsautomaten gibt. Auf jeden Fall würden sie da auch nicht vorkommen. Lamas. Ist klar, dass sie da dort nicht vorkommen. Das heißt, man kann sie wirklich nur auf dem Boden finden. Das ist ziemlich schwierig natürlich, weil es jetzt nicht allzu viel Bodenloot gibt. Und die Drop-Rate von der Waffe jetzt auch nicht allzu häufig ist. Auf jeden Fall ist das eine Waffe, mit der man sich die richtig krassen Rückstoß hat. Auch nur ein Schuss im Magazin und eine 3-sekündige Nachladezeit. Das sind schon krasse Werte. Allerdings macht sie natürlich auch 90 Schaden in der grünen Variante auf direkte Near Distance. Hat nur eine relativ geringe Distance. Er macht schon schnell den Damage-Drop. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man jetzt nicht aus 50 Meter Entfernung damit schießt. Genauso wie bei der Pumpgun. Hat, glaube ich, eine etwas weitere Range als bei der Pumpgun. Und wenn man es gut anstellt, kann man damit sogar 5 Blöcke weit fliegen auf gerader Ebene. Mit dem Rückstoß von der Waffe. Das ist auch ein wirklich guter Trick, um sich dort damit dann in die Zone zu boosten und so. Sie habe ich sie jetzt noch nicht gefunden. Ist auf jeden Fall eine krasse Waffe. 90 Schaden ist einfach eine Menge. Zusätzlich wurden ja auch im Update die Spawn-Chance von den Kuglern verringert. Nämlich nur noch auf 50%. Dadurch spawnen jetzt nicht mal an so einem Platz. Zum Beispiel 4, sondern nur noch 3. Zwischen 1 und 3 normalerweise. Natürlich alles mit einer zufälligen Chance verbunden. Auf jeden Fall sollte man dann nicht mehr darauf sich verlassen können, dass man mit dem ganzen Squad an so einem Platz mit Kuglern versorgt wird. Ich habe bisher immer noch nicht dieses Item gefunden. Ein Lootplatz ist ja noch und die Zone ist ja auch zum Glück bei mir. Ich finde, hier ist relativ viel Bodenloot. Natürlich auch Kisten. Generell viel Loot. Aber eben halt auch vom Loot ordentlich Bodenloot. Sieht ja hier überall unter Regalen und so ist Bodenloot. Ich nehme, glaube ich, mal die Deagle mit. Ansonsten wurden die Impulsgranaten auch wieder zurück ins Spiel gebracht. Ich denke mal, wir haben das einfach gemacht, um ein bisschen Auswechslung zu haben, damit nicht immer dieselben Waffen monatelang im Spiel sind und Items. Haben die auch zum Beispiel mit der Silence-Maschinenpistole gemacht. Ja. Dann werde ich jetzt zum nächsten Loot-Spot fahren müssen. Ich glaube, da oben ist zwar nur Kisten-Loot. Aber trotzdem kann man das hier einsammeln. Auf jeden Fall gibt es sonst in Rettet die Welt nicht wirklich große Änderungen. Also es gab eigentlich nur einen neuen Held, der jetzt, oder ein Held, der wieder in den Shop kommt, und eine neue Speer. Achso, eine Sache, die noch hier im Battle Royale Modus verändert wurde, ist, dass die Scoped AR von 23 und 24 Schaden auf 26 und 27 Schaden erhöht wurde. Dadurch, dass die keinen Damage Drop hat, ist das natürlich OP, weil man dann immer mindestens 8 Hits den Gegner tötet.
Und davor brauchte man eben halt immer noch einen neunten Hit. Es kann häufig ja der entscheidende Punkt sein. Wenn man zum Beispiel einen lasert, hilft mir auch wirklich mit einem Like irgendwie zu unterstützen, dass ich mal wieder gesund werde, weil einfach meine Nase so verstopft ist. Das glaubt man gar nicht. Ah, da oben war der Kugler. Dann werde ich mal weiterreisen. Ich habe schon krasse Waffen, aber die Waffen, die man jemals so braucht, werden komplett überwertet. Ich finde das auch ungefähr so selten wie eine Scar. Weil eine Scar ist ja von der Drop-Chance sehr gering. Allerdings kann man sie halt häufig noch aus Kisten ziehen. Aber das findet man eben halt nie. So. Hier auch schon wieder nichts. Sonst gab es, glaube ich, keine Änderungen. Ganz wenige Bugfixes noch, aber die sind jetzt nicht wirklich nennenswert. Soweit ich das gesehen habe. Map-Änderungen gab es jetzt auch nicht wirklich. Sorry. Das waren eigentlich schon die großen Änderungen. Das werde ich nur noch versuchen, den Revolver zu finden. Und dann war es das auch eigentlich schon. Was sonst noch mit dem Update hier reingekommen ist. Natürlich, blaue Pumpgun und alles. Diesen Revolver findet man wirklich fast nie. Beziehungsweise Pistole. Pistole, Revolver. Es ist ja eigentlich kein richtiger Revolver. Er macht doch ordentlich einen Gebäudeschaden. Also, ich glaube, irgendwie 143 oder so. 143 oder 133, irgendwas so in dem Gebiet. Das heißt, man kann eine Holzwand fast one-hit zerstören. Ist auf jeden Fall schon ganz guter Schaden. Und man kann sich jemand damit boosten. Und umso näher der Gegner auch an einem dran ist, desto mehr Rückschuss macht man auch an dem. Das heißt, wenn man direkt vor dem steht, dann bekommt er genauso viel Rückstoß wie man selbst. Aber da muss er auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selbst von irgendeinem gebauten Sache runter schießt. Das könnte nämlich sonst ein bisschen gefährlich sein und den Tod auch bedeuten. Klar kann man sich damit auch retten. Allerdings bei 3 Sekunden Nachladezeit, wenn man da sich schon runter schießt, wird das schwierig, sich dann auch zu retten. Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber wenn man nach unten schießt, dann bekommt man normalerweise keinen Fallschaden. Und wenn sich jemand zum richtigen Zeitpunkt nach unten schießt, darf jetzt nicht 10 Meter, 20 oder 30 Meter über dem Boden das machen. Aber wenn man das so knapp über dem Boden macht, dann bekommt man keinen Falldamage. Ist im Prinzip so ähnlich wie die Kanone. Hat ja auch ordentlich Rückstoß. Im Prinzip so eine Handkanone. Also keine Desert Eagle, sondern eine Kanone für die Hand. Was für ein Wortspiel. Ich habe sie bisher aber immer noch nicht gefunden und dort seht ihr mal dran, wie extrem, extrem selten diese Waffe wirklich ist. Man kann sich damit wirklich gut in die Zone pushen. Das funktioniert sehr gut. Damit kommt man auch wirklich schnell voran. Ich meine, so 5 Kacheln vorwärts. Während des Nachladens ist man jetzt auch nicht extrem langsam. Aber da kann man sich wirklich gut vorpushen. Oder auch wenn man zum Beispiel auf High Ground pushen will, kann man sich damit 3 Blöcke hoch pushen, wie früher bei den Bounce Pads. Meine 3 Blöcke sind jetzt auch schon eine Menge. Damit kann man auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gut High Ground gewinnen. Oder auch wieder aus dem Low Ground rauskommen und zum High Ground raufpushen. Auf jeden Fall finde ich eine sehr gute Waffe. Ist ja mal etwas
sehr, sehr extravagantes, das es so bisher eigentlich noch nicht wirklich gab. Wo ist meine Kugel? Gut. Ist sie vielleicht hier runtergerollt? Ja, ich würde sie jetzt ganz gern auch nochmal haben. Falls ich jetzt noch nicht finden sollte oder es überhaupt keine Action hier gibt, dann werden wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Action sehen. Da ist auf jeden Fall der nächste Gegner, also doch gar nicht bis zur nächsten kleinen Wartepause dazwischen haben. Leben auch schon wieder verdammt wenig Gegner. Es gibt jetzt auch wieder den Scorned Test Event für, ich glaube, es ist Freitag. Und dort könnt ihr auf jeden Fall dann auch wieder an einem neuen Turnier teilnehmen. Ist nicht das gleiche, es heißt nicht wieder Freibeuterturnier, trotzdem gibt es 100.000 Preisgeld. Die besten 3% der Welt kommen weiter in das Finale und ich glaube, die besten 1500 Spieler dann kommen bis zur zweiten Runde des Finals. Jetzt muss ich den hier möglichst gut killen. Ein Camper. Entspannt. So. Der hatte jetzt auch wieder kein Revolver. Beziehungsweise die Flintlock-Pistole. Falls ich sie jetzt in der Runde nicht finden werde, dann muss ich das nochmal nachreichen. Gut, dass das kein Hit war. Finde ich auch wirklich gut. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich die Flintlock-Pistole gefunden habe. Ja, bis gleich. Nächste Runde direkt. Ich zeige euch hier nochmal die Stats. 86 Schaden, Schussrate von 0,33, wobei das irrelevant ist. Eine Magazingröße von 1 und eine 3,2er Nachladezeit. Die grüne Variante hat eine etwas geringere Nachladezeit. Ich kann euch ja mal etwas zeigen. Das kann man damit ganz easy machen. Hochboosten. Hier drin ist auch ein Gegner. Ich hoffe, dass ich nicht gegen den verkacke. So sollte man die eher nicht spielen. Als ob. Wie hatte mich. Oh Mann, schade. Ja, auf jeden Fall muss man da wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht selbst zurückgeboostet wird. Ist auf jeden Fall eine coole Waffe, aber man muss sich damit wirklich einspielen. Also, das ist jetzt keine Waffe, die jeder direkt spielen kann. Aber es ist eben halt eine starke Waffe, wenn man da so ein 90er trifft. Ist eben halt mehr auf Short Range eine Waffe. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich zu der Waffe nicht zu sagen. Kann sich immer gut fortbewegen. Sollte sie nicht auf Range benutzen, sollte aufpassen, dass man nicht auf einem Berg diese Waffe benutzt. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.